Schönen guten Tag und guten Vormittag in die gesamte Runde. Mir natürlich auch eine besondere Ehre, nach der Frau Kemmler sprechen zu dürfen. Ich teile direkt mal meinen Bildschirm. Jetzt sieht man hier alles Mögliche, aber nicht das, was man sehen soll. Genau, das soll man sehen. Fantastisch. Genau. Wer mich noch nicht kennt, ich durfte jetzt auch schon ein paar Mal im Rahmen der Diakonie Württemberg sprechen. Mein Name ist Tobias Ungerer. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Plattform Xavin. Und das ist natürlich jetzt kein Name, mit dem man sofort etwas verbindet, aber wir sind die Plattform für sozial nachhaltige Geldanlagen. Und ich will heute mal ein bisschen ein Schlaglicht drauf werfen, wie man 1 Million Euro in einem Monat für Ihr soziales Projekt einsammeln kann. Hintergrund ist der, mit welchem Problem haben wir uns eigentlich bei der Gestaltung von Xavin beschäftigt. Wir haben gesehen, dass es bei sozialen Großvorhaben einen Investitionsstau gibt, auf jeden Fall immer wieder Investitions- und Sanierungsbedürfnisse. Und es muss nicht immer so katastrophal aussehen wie hier links auf der Seite, aber es ist doch so, dass um vor allem sozial nachhaltig, auch für die zukünftigen Generationen, die richtige Infrastruktur vor Ort zu haben, benötigt es einfach vielleicht noch mehr Geld. Und auf der anderen Seite haben wir wahrgenommen, dass die Menschen in Deutschland über sehr viel Geld verfügen, das liquide momentan auf Sparbüchern und Girokonten und dergleichen rumliegt. Und da werde ich vielleicht dem einen oder anderen auch nichts Neues erzählen. Das ist derzeit komplett unverzinst oder man zahlt sogar Strafzinsen. Darüber hinaus legen die Menschen auch immer größeren Wert darauf, dass sie wissen, was mit ihrem Geld passiert und das Geld auch nachhaltig angelegt wird. Und wir haben uns gedacht, diese beiden Seiten muss man doch gewinnbringend zusammenführen können und haben dann also unsere Plattform gebaut, auf der wir es den Menschen ermöglichen, aber zum Beispiel auch Stiftungen, die im Rahmen eines Mission Investing Geld gerne in sozialen Projekten platzieren, diesen Leuten eben es zu ermöglichen, kleine bis mittlere Darlehen zu zeichnen, die dann gebündelt an die Organisation fließen. Die kann das Projekt umsetzen. Hier links sehen wir jetzt Hoffnungshäuser, die neu gebaut wurden, von der Hoffnungsträgerstiftung. Und die umsetzende Organisation zahlt das Geld dann nach der Laufzeit mit Zins und Tilgung eben wieder zurück. Und das Besondere ist, die Zinsen sind auch nicht besonders hoch für die Art von Finanzierung, die wir machen. Denn es handelt sich nicht um klassische Bankdarlehen, sage ich mal, sondern es sind tatsächlich unbesicherte Darlehen, sogenannte qualifizierte Nachrangdarlehen. Da gehe ich aber gleich noch etwas näher drauf ein. Wie funktioniert so eine Xavin-Finanzierung im Detail oder noch nicht ganz im Detail, aber etwas genauer? Also es ist zum einen natürlich eine Finanzierung von Großprojekten. Das muss jetzt nicht nur harte Infrastruktur sein. Dafür eignet sich es natürlich besonders, gerade für sozialen Wohnungsbau, aber auch für Hospize ist es sehr gut geeignet. Es kann auch eine Betriebsmittelvorfinanzierung sein oder eine Anschubfinanzierung. Beispielsweise bei Kindertagesstätten haben wir häufiger schon die Ausstattung mitfinanziert, weil das häufig ein Thema ist, das dann doch aus dem Eigenkapital gemacht wird. Wenn es also ein passendes Projekt gibt, dann kann eine Sammelkampagne auf unserer Plattform erstellt werden. Wenn die dann live geht, können die Bürger und auch die Stiftungen dann eben in ihr Projekt investieren. Dabei werden viele Darlehen von Unterstützern für ein großes Projekt gesammelt und das Darlehen kommt immer zwischen Projektstarter und Anleger zustande. Wir sind da quasi die befähigende Institution dazwischen, aber wir fassen das Geld im Moment nicht an. Links hier sehen wir noch das Hospiz Tübingen, das wir mitfinanziert haben. Das ist auch ein diakonisches Projekt gewesen, gehe ich aber auch gleich noch etwas näher drauf ein. Warum ist es für Projektstarter und letztlich auch Ihre Organisationen interessant? Es gibt eigentlich zwei Hauptvorteile dieser Finanzierung, warum man sich damit beschäftigen sollte. Zum einen ist es eine eigenkapitalähnliche Finanzierung. Man muss also keine dinglichen Sicherheiten bringen wie bei einer typischen Bankfinanzierung. Man muss keine Grundschuld eintragen lassen oder muss auch keine Bürgschaft bringen. Das heißt, die Menschen geben Ihnen Geld mit Totalverlustrisiko letztlich. Und es ist ein großes Vertrauensinvestment in Ihre Organisation und das Projekt. Deswegen schauen wir uns natürlich auch jedes Projekt nochmal ganz genau an. Nichtsdestotrotz muss man sagen, im sozialen Sektor, die Sozialwirtschaft, die ist schon sehr seriös aufgestellt in Deutschland. Da kann man auch guten Gewissens rein investieren, wenn man ein bisschen streut über verschiedene Projekte. Und dann hat man ein solides, soziales, nachhaltiges Portfolio aufgebaut. Ein ganz, ganz großer Vorteil darüber hinaus zu dieser Eigenkapitalähnlichkeit ist die Möglichkeit der Spendenwandlung. Und das muss man quasi vor dem Hintergrund des Fundraisings betrachten, dass das eine ganz, ganz neue Möglichkeit ist, um an wirklich hochattraktive Menschen aus der Region und auch aus der größeren Region ranzukommen und wertvolle Kontakte aufzubauen. Ich gebe nachher auch noch mal ein paar Beispiele, wie das dann aussehen kann. Und wir haben auch in der teilnehmenden Runde, habe ich schon gesehen, die einen oder anderen von, ich glaube, die Hoffnungsträger sind heute auch mit ein, zwei Leuten vertreten.
Da kann man auch gerne nochmal rückfragen, wie das dort gemacht wird. Das ist wirklich hochattraktiv, dann nicht nur die Zinszahlungen in Spenden zu wandeln, was letztlich einer 0% Finanzierung gleichkommt, sondern diese Menschen dann über diese Einzelfinanzierung hinaus noch ins Fundraising zu übertragen und zum Beispiel an Weihnachten auch ansprechen zu können für Spenden. Also was man hier quasi macht, ist ein Großprojekt zu finanzieren und gleichzeitig das Fundraising und die Spendenbasis zu erweitern und auf breitere Beine zu stellen. Warum machen da Anleger überhaupt mit? Ich habe es eben schon mal angerissen. Die Menschen legen eben Wert zunehmend darauf, dass ihr Geld sozial nachhaltig angelegt wird, dass man weiß, was damit passiert und dass man auch Projektfortschritt tatsächlich betrachten kann. Ist das so eine sinnvolle und sozial nachhaltige Anlagemöglichkeit? Es gibt aber auch eine finanzielle Rendite. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ein Zins von 1% ist jetzt für eine eigenkapitalähnliche Geldanlage nicht enorm. Kein Anleger bei Exabin versucht hier Vermögensaufbau zu betreiben. Die meisten machen eher Vermögenssicherung und eben soziale Geldanlage. Die Leute, die bei Exabin anlegen, unsere Anleger, die wollen einfach nicht ihr Vermögen vernichten. So möchte ich es mal sagen. Hintergrund ist der, dass wenn die Menschen ihr Geld derzeit auf dem Sparbuch, Girokonto, Tages- oder Festgeld haben, dann ist die Gefahr derzeit groß, dass sie Strafzinsen bezahlen müssen oder Verwahrentgelt. Das ist aber auch eine einzigartige Chance für jeden Projektstarter bei uns. Denn die Leute sind jetzt, glaube ich, so bereit wie nie zuvor, das Geld auch in sozial nachhaltige Projekte zu geben und da auch mit durchaus signifikanten Summen reinzugehen. Also der durchschnittliche Anleger bei Exabin in Sozialprojekten gibt ungefähr 10.000 Euro. Und das sind dann natürlich Menschen, die können sich das auch leisten. Und die kann man dann eben auch über kurz oder lang zu Spendern machen. Wie läuft so ein Projekt ab? Einfach mal, dass man so eine Vorstellung bekommt. Wir versuchen immer, die Projektphasen von Vorbereitung bis Nachbereitung so knapp wie möglich zu halten, ohne sie jetzt unter massiven Zeitdruck zu setzen. Also wir haben aber schon ein Interesse daran, dass Sie das Geld möglichst schnell dann auch auf dem Konto haben und umsetzungsfähig sind. Das heißt, so eine Vorbereitungsphase sollte in der Regel nicht länger als 1 bis 2 Monate dauern. Da gibt es ein Erstgespräch. Wenn man dann sagt, okay, das ist ein Thema, das beide weiterverfolgen wollen, dann gibt es eine Finanzierungs- und Kampagnenplanung mit der gemeinnützigen Organisation zusammen. Dann wird das Projekt tatsächlich live geschalten auf unserer Plattform. Die Leute können zeichnen. Hier versuchen wir auch bei größeren Projekten nicht länger als 3 bis 6 Wochen zu sammeln. Dann stellen wir quasi das Projekt auf voll finanziert. Es kommt zur Zahlungs- und Vertragsabwicklung. Wir sammeln also erst Zahlungsbereitschaften oder Anlagebereitschaften. Und wenn wir genügend Anlagebereitschaften haben, dann lassen wir das Geld erst überweisen und den finalen Vertrag abwickeln. Und dann geht es in die Nachbereitung. Und die Nachbereitung ist die einzige Phase, die dann auch länger dauert, denn wir betreuen Ihr Darlehen über die Laufzeit des Darlehens komplett. Wir unterstützen Sie auch und automatisieren dann die ganzen Zahlungsabwicklungen. Es gibt eine Abschlusskommunikation, eben alles, was danach gemacht werden muss. Und wir unterstützen Sie auch gerne bei der Zins- und Spendenwandlung, oder bei der Zinswandlung in Spenden. Jetzt ein ganz signifikanter Unterschied zu einer klassischen Bankfinanzierung ist natürlich, dass es eine relativ öffentliche Geschichte ist. Man tritt hier in der Öffentlichkeit auf und deswegen liefern wir nicht nur die Finanzierung und die Abwicklung, sondern wir liefern auch eine integrierte Marketingkampagne, die auf Ihre Organisation zugeschnitten ist. Wir helfen Ihnen, das Projekt zu vermarkten über Ihre Kanäle, aber auch über unsere Kanäle und die Kanäle unserer Partner, wie zum Beispiel der Landesbank Baden-Württemberg. Und Ihre Anleger treten in der Region, aber auch darüber hinaus natürlich als aktive Botschafter für Ihr Projekt und für Ihre Organisation auf. Typische Maßnahmen sind dabei Social Media, E-Mail-Ketten, das können wir alles vorbereiten. Presseberichte spielen eine ganz relevante Rolle, gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ja, und auch Veranstaltungen vor Ort, in persona quasi. Allerdings zu Corona-Zeiten war das natürlich eher weniger der Fall. Das Ganze kostet natürlich auch ein bisschen was. Wir machen das natürlich aus großer sozialer Überzeugung, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen von was leben. Das heißt, je größer das Projektvolumen wird, desto günstiger wird unser Preis eigentlich. Man sieht es hier, das staffelt sich von 6% bis 3%. Das ist eine Einmalzahlung in der Regel und auch eine erfolgsabhängige Zahlung. Also es gibt eigentlich nur eine kleine Upfront-Gebühr und der größte Teil der 6 bis 3% muss dann in einer Einmalzahlung nach Erfolg der Finanzierung geleistet werden. Das bedeutet, man hat auch ein sehr, sehr geringes finanzielles Risiko jetzt als Projektstarter.
Genau, und jetzt will ich aber ein bisschen in den spaßigen Teil einstarten. Mit welchen Organisationen haben wir schon zusammengearbeitet, bei denen Sie natürlich auch sehr, sehr gerne rückfragen können. Wir haben jetzt schon über 40 Projekte finanziert tatsächlich oder vermittelt, muss man eher sagen, und haben dabei über 7 Millionen Euro Darlehen eingesammelt. Und ich habe jetzt mal hier vier der Leuchttürme so ein bisschen rausgegriffen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Einer ist sogar von der direkten, ja, sag ich mal, sozialen Konkurrenz von der Caritas Stiftung Stuttgart. Ist jetzt keine diakonische Einrichtung, dafür DIFEM, also das Deutsche Institut für ärztliche Missionen, das jetzt vorletzten Sonntag tatsächlich das Hospiz eingeweiht hat in Tübingen, waren wir ganz, ganz stolz drauf, wo auch eine super erfolgreiche Spendenwandlung stattgefunden hat. Dann haben wir mit den DGD-Kliniken, das ist eine Klinik für suchtkranke Mütter und Frauen in Nordbayern, auch eine diakonische Einrichtung. Und dann die Hoffnungsträgerstiftung, natürlich unser Leuchtturmkunde und Partner, mit denen wir auch schon viele Projekte umgesetzt haben. Da wollen wir mal ein bisschen näher reinschauen. Mit der Caritas Stiftung Stuttgart, das war das erste Projekt, das wir jetzt mal bis zu 1 Million Euro getrieben haben. Diese 1 Million Euro haben wir in 4 Wochen eingesammelt von Stuttgarter Bürgern hauptsächlich. Da war vor allem ein Interview in der Stuttgarter Zeitung mit dem Projektstarter sehr, sehr erfolgreich und hat uns wahnsinnig viele Anleger gebracht. Und was man noch dazu sagen muss, das waren jetzt die Anleger, die in das Projekt investiert haben. Die Caritas Stiftung Stuttgart ist da noch an eine Handvoll Leute rangekommen, die mit deutlich signifikanteren Summen die Stiftung jetzt weiter unterstützen werden. Die wären für diese Finanzierung einfach viel zu groß gewesen. Da hätten wir mit 2, 3 Investoren schon das ganze Projekt voll gehabt. Die laufen jetzt noch an der Seite in anderen Programmen bei der Caritas Stiftung Stuttgart weiter. Aber man sieht einfach, was für eine Wirkung und was für ein Sog so eine Finanzierung bewirken kann. Hier haben wir eine Kindertagesstätte in Stuttgart-Mönchfeld finanziert und da sieht man auch, dass man tatsächlich als Stuttgarter dann die Möglichkeit hat, ein Projekt, ein sozial nachhaltiges Projekt direkt vor der eigenen Haustür quasi mit zu unterstützen und sein Geld gut zu platzieren. Dann, das hatte ich eben auch schon erwähnt, das Hospiz Tübingen ist jetzt eingeweiht worden. Also ich hätte auch ein richtiges Bild nehmen können und nicht diese Planungsgrafik. Aber die ist einfach auch sehr schön. Hier haben wir 500.000 Euro in 3 Monaten eingesammelt, sogar etwas mehr als 500.000 Euro mit 56 Investoren. Hier haben wir jetzt die erste Spendenwandlungsphase gemacht. Also die Zinszahlungen standen jetzt an, pünktlich vor der Eröffnung. Und da haben wir dann einfach die Investoren gefragt, ob sie die Zinsen denn nicht spenden wollen. Und tatsächlich 50% der Anleger haben die Zinsen dann auch fürs Hospiz gespendet. Also 50% der Anleger haben komplett auf ihre erste Zinszahlung verzichtet. Und da sind dann ja knapp 1.500 Euro, glaube ich, nochmal so quasi den Hospiz geschenkt worden. Die haben schon sehr günstig finanziert mit einem Zins von 0,7 bis 0,9% waren das meines Wissens. Bei Hospizen kann man natürlich vom Zins nochmal ein ganzes Stück runtergehen, weil die Menschen auf keinen Fall mit dem Tod oder mit dem ja, Sterben der Menschen Geld verdienen wollen, sondern das ist ein rein altruistischer Zweck dann nachher hinten raus. Vielleicht noch zum Hinweis, die Spendenwandlung der Zinszahlungen, die übernehmen wir ganz gerne. Also wir liefern da die kompletten Spendenbescheinigungen, gucken, dass das finanzamtskonform auch mit einem Zeitstempel versehen ist, weil das Finanzamt eben Wert darauf legt, dass die Zinszahlung und die Zinsspende im zeitlichen Zusammenhang steht. Sonst könnten sie ja vorher irgendwie 10% Zinsen versprechen. Wenn dann alle schon sagen, ja, wir spenden, dann kann man 10% Zinsen bei der Steuer geltend machen und das will das Finanzamt vermeiden, deswegen braucht es da zeitliche Kongruenz, aber dafür sorgen wir. Beim Haus Immanuel, dass man auch mal sieht, dass man so ein etwas psychotherapeutisches Thema, Suchtbetreuung auch finanzieren kann. Hier haben wir in 2 Kampagnen 450.000 Euro eingesammelt in einer wirklich sehr ländlichen Region in Nordbayern, also da ist auch nicht viel Metropole und trotzdem kann man signifikante Geldbeträge da einwerben. Und dann natürlich, last but absolute not least, die Hoffnungsträgerstiftung, mit denen wir jetzt schon 5 Kampagnen finanzieren durften. Da haben wir über 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Klar, die Hoffnungsträger sind auch, wahnsinnig aktiv und auch selber schon sehr, sehr gut organisiert und haben einfach eine super starke Marke in der Region und auch weit darüber hinaus. Aber da sieht man einfach mal, was damit möglich ist, wenn man das auch in mehreren Finanzierungsrunden macht. Da kann man schon echt signifikant Geld einsammeln. Hier jetzt tatsächlich für den Bereich sozialer Wohnungsbau. Und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Quartiersentwicklung, soziales Wohnen. Gerade das sind ja meistens also investive Maßnahmen, wo man sehr viel Geld benötigt, wo man im Zweifel auch sehr viel Eigenkapital benötigt. Und da ist natürlich auch die Eigenkapitalähnlichkeit von der Xavin-Finanzierung
sehr, sehr spannend, weil man eben keine Sicherheiten geben muss und damit auch größere Bankdarlehen dann noch einsammeln kann. Damit komme ich auch schon zum Ende. So sieht unsere Plattform aus. Wer da mal draufgehen will, www.xavin.eu. Genau, also passt perfekt für Ausstattungsfinanzierung, Immobilienfinanzierung und Anschubfinanzierung. Alle Bereiche der sozialen Arbeit sind eigentlich interessant: Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheit und Sport, aber eben auch vor allem sozialer Wohnungsbau. Das sind noch die zwei Gründer und Geschäftsführer, die ich immer noch ganz gerne zeige. Also ich bin die Person rechts, meine Mitgründerin Nina ist links und die Kontaktdaten sehen Sie da auch. Würde mich auf den Austausch jetzt im Nachgang total freuen, wenn es da Interesse gibt und bin sehr gespannt noch auf die weiteren Vorträge. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und viel Spaß heute noch.